Mir hat ein Freund geschrieben mit dem Hinweis, Mike, du hast so eine Geschichte zu erzählen, die kann kein anderer erzählen. Die ist so einfach nicht zu wiederholen. Und wo er hinaus will, ist halt auf meinen Unfall, dass ich da zu wenig drauf eingehe, den ich 2016 hatte. Es war ein knappes Spiel, kann man sagen. Es ist so, es war ein knappes Spiel von Leben und Tod. Was ich der Krankenakte entnehme, lag ich kurz im Koma. 3 Monate Krankenhaus, 1 Jahr Reha. Ich hatte viele Wiedereingliederungen versucht in meinen Job. Manche gehen über den Durchschnitt deutlich von der Länge hinaus. Bis zu über einem halben Jahr versucht, wieder reinzukommen und seitdem halt arbeitsunfähig. Rentner kann man mich sagen, freischaffend, Faulpelz und sonst was alles. Ich habe 2022 schon mal ein Video gemacht. Das werde ich mal hier oben mit einbinden, beziehungsweise unten in die Beschreibung auch reinmachen. Das Video heißt 7.05 Uhr heißt das Video. Da ist wirklich alles beschrieben, wie ich meinen Unfall erlebt habe, wie es mir im Krankenhaus erging, beziehungsweise es wird auch mit einbeschlossen, der Moment im Koma, wo ich wirklich um mich herum Leute diskutieren bekommen habe, wie sie mit mir umgehen wollen, dass ich innerlich in mir geschrien habe, mir stopft keiner was irgendwo rein, fickt euch, verpisst euch und solche Geschichten, aber keiner hat mich gehört. Ja, es ist kein einfaches Thema. Solche Videos, die Vergangenheit wieder aufzuarbeiten, brauchen sehr viel Kraft. Und oh, mir zittert alles, das ist. Aber dieses Jahr soll eine Fortsetzung kommen von 7.05 Uhr. Ich habe ja jetzt bloß beschrieben in dem Video, wie es auf der Intensivstation war, vom Unfall bis zur Intensivstation. Und dieses Jahr versuche ich wirklich eine Fortsetzung zu machen. Ich habe es letztes Jahr nicht geschafft, Umzug, Stress und alles. Und über Monate lang war das Projekt angelegt, habe ich aber nicht geschafft. Ich versuche es dieses Jahr zu machen, ist ein bisschen jetzt entspannter nach dem Umzug und alles, dass ich das nochmal aufarbeiten kann, um halt Erlebnisse, die, was man erlebt im Krankenhaus über Monate lang und sowas alles. So ein Mist kann sich keiner ausdenken. Also, naja. Ich habe zwar schon seit Jahren eine Playlist auf meinem YouTube-Kanal, My Story, die habe ich aber wirklich nie konsequent verfolgt. Aber jetzt, wo ich wirklich nach fast einem Jahr hier in der Wohnung Kraft getankt habe, wird es wirklich mal Zeit, Sachen aufzuarbeiten. Wenn ihr mehr von meinem Schicksal, von meinem Leben hören wollt, abseits der Touren, sagt mir Bescheid. Schreibt mir auf Instagram oder hier bei YouTube unten in die Leiste rein und ich versuche das Beste draus zu machen.